Hey Leute, schön, dass ihr wieder hier seid und zuschaut. Im folgenden Video nehmen wir euch mit auf die Isla Mujeres. Und vorher verrate ich euch ein paar kleine Dinge, die wir im Vorhinein gerne gewusst hätten. Let's go! So, Punkt Nummer 1, und zwar zur Fähre. Diese fährt jede halbe Stunde von Cancun Richtung Isla Mujeres, und zwar von 8 Uhr früh bis 18 Uhr am Abend. Allerdings zu Zeiten von Corona, so wie es uns jetzt ergangen ist, nur bis 14 Uhr am Nachmittag. Das heißt, danach ist Kyoso, da müsst ihr euch dann eine Tour buchen, so wie wir das alternativ gemacht haben. Allerdings, was funktioniert, ist von der Insel zurück aufs Festland, da fährt die Fähre ganz normal bis 19 Uhr am Abend. Zweiter Punkt, bucht euch am besten gleich eine Fähre am Morgen. Hat zum einen den Vorteil, ihr findet schnell einen Parkplatz am Hafen, die sind nämlich sehr, sehr limitiert. Und Vorteil Nummer 2, ihr habt den Strand auf der Insel noch für euch alleine. Die Massen kommen erst am späten Vormittag bzw. Mittag, und so habt ihr noch Gelegenheit zum Fotos machen und einfach die Ruhe und die schöne Natur dort zu genießen. Nächster Tipp, solltet ihr dann doch eine Tour buchen, die euch vor Ort am Hafen angeboten wird, so wie wir es gemacht haben, müsst ihr vor Ort bezahlen, allerdings dann noch 10 bis 15 Minuten zu einem anderen Hafen fahren, von wo es dann wirklich losgeht. Wo auch gleich der nächste Tipp folgt, und zwar das Schnorchel-Equipment. Das könnt ihr im zweiten Hafen bzw. im Abfahrthafen dann vor Ort kaufen bzw. ausleihen. Nützt auf alle Fälle die Schnorchelgelegenheiten, denn die Unterwasserwelt dort ist ein Wahnsinn. Noch ein kleiner Tipp, den wir gerne gewusst hätten im Vorhinein, und zwar: Habt ihr Kameras, Handys, Brieftaschen und so weiter mit, nehmt euch auf alle Fälle einen Drybag mit. Es ist nämlich am Boot innerhalb von 10 Minuten so gut wie alles nass. Vor allem, wenn ihr so ein kleines Boot habt, wie wir hatten. Es ist wirklich sehr, sehr von Vorteil, wenn ihr dort so einen Drybag mit habt. Noch ein kleiner Tipp am Rande, und zwar eure Schuhe. Zieht euch am besten Flipflop oder Sandalen an. Crocs, glaube ich, sind auch ganz in Ordnung. Keine Ballerinas und keine Turnschuhe, so wie wir es hatten. Keine gute Idee. Das waren die kleinen Tipps, und jetzt viel Spaß für ein Video und let's go! Wir sind gestrandet nach einer ziemlich nassen Überfahrt von Cancun hier auf die Isla Mujeres. Sind wir jetzt unter der Gruppe gelegt. Jetzt fahren wir gerade mit unserem neuen Klappcar hier eine Runde um die Insel.
von der Isla Mujeres. So, Schwimmen ist so relativ, naja, nicht so wirklich zu empfehlen. Die Wellen sind ziemlich hoch und es gibt auch hier keinen Strand. Ziemlich scharfkantiges Gestein, was hier ist, also Schwimmen ist hier eher nicht so toll. Aber wir zeigen euch die andere Seite, wo es dann total schön ist. Zurückgefahren, der berühmte Playa Norte, wunderschöner Strand, der erste, den wir sehen, ohne Seaweed. Also wirklich, das Wasser hier ist unwahrscheinlich klar, das ist wirklich Wahnsinn. Also falls ihr hierher kommen wollt, auf Isla Mujeres, schaut unbedingt, dass ihr am Vormittag eine Fähre erwischt, weil nachmittags fahren die nicht. Danke Corona. Alles andere ist wunderschön, also wirklich. Solltet ihr in Cancun sein oder in der Nähe, schaut euch das auf alle Fälle an. Es ist wirklich traumhaft schön. So, jetzt genug geredet. Wir schauen uns jetzt noch ein bisschen den Strand an. Genießt die Zeit und see you later. Boot. Das steht schon da vorne. Was auf alle Fälle noch dazu zu sagen ist, es ist hier schon ziemlich viel los. Also wer Ruhe möchte und abschalten möchte, keine Ahnung, ob es strandabwärts irgendwo einen Platz gibt, wo nicht so viel los ist, aber hier ist die Masse unterwegs. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Ort, den man gesehen haben muss. Es ist so wunderschön. Ja, mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen. By the way, sind wir jetzt beim Abendessen. Es gibt für mich Tacos mit Reis und Nudeln. Und für dich gibt's was? Fisch. Ja, er bekommt meinen Fisch zur Mahlzeit. We made it. Es ist jetzt 8:30 am Abend. Wir sind jetzt wieder hier im Hafen angekommen. Die Überfahrt war jetzt alles andere, aber nicht lustig. Abgesehen davon, dass ich zum dritten Mal heute komplett nass bin, was wirklich, ja, die Wellen hoch, komplett finster, kleines Boot, viele Menschen drauf. Geht sicher besser, aber alles gut. Wir sind jetzt da. Alles in allem war super, Preis-Leistung hat total gepasst. Also wir haben jetzt alles in allem für zwei Personen 2600 Pesos bezahlt. Das sind so über den Daumen zwischen 105 und 110 Euro. Ich muss sagen, Essen war aber super gut. Es war auch das Schnorcheln tipptopp. Das Einzige, was vielleicht nicht so lustig ist, das ist dann am Abend die Rückfahrt, wenn es dunkel ist. Aber wem das nicht ausmacht, ist alles gut. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen da lasst, wenn ihr unseren Kanal abonniert, die Glocke läutet und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Woche wieder zuschaut. Bye!